Yo, was geht ab? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Ich habe all meinen YouTube-Freunden, ich habe nicht allen geschrieben, ich habe auch überhaupt keine Freunde auf dieser Plattform. Ich habe auf jeden Fall allen Leuten, die ich kenne und denen, mit denen ich korrekt bin und sowas geschrieben. Also eigentlich auch nicht allen, sondern nur ein paar Ausgewählten, die gerade irgendwie in meinem WhatsApp-Verlauf ganz oben waren. Und habe gesagt, pass auf, ich schicke euch jetzt 5 Fragen und diese Fragen beantwortet ihr möglichst ehrlich. Ich werde jetzt versuchen herauszufinden, welche dieser Personen welche Frage wie beantwortet hat. Ich weiß es nämlich nicht. Tobin Julius hinter der Kamera. Moin. Hör auf, Tobi, du bist kein Zauberer, lass es endlich. Haben die Fragen auf jeden Fall connected und alle außer Kevin, Papa Platte haben rechtzeitig abgeliefert. Kevin und Sascha, Sascha hat es wenigstens versucht, an der Stelle Kevin ins Knie. Ich würde sagen, wir fangen an. Die Fragen kenne ich persönlich nicht. Ich habe mir nämlich den Text tatsächlich nicht durchgelesen, sondern einfach nur weitergeleitet. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was dabei rumgekommen ist. Auf geht's. Frage also, Nummer 1. Die Frage Nummer 1 ist, wer bin ich eigentlich für dich? Das wer würde an die Leute gestellt. Bin ich eigentlich für dich? Ihr müsst wissen, dass Leute dabei, mit denen ich sehr, sehr close bin und noch ein paar Leute, mit denen ich so regelmäßiger, unregelmäßiger Kontakt habe. Ich habe versucht, so ein ganzes Spektrum abzubilden. Let's go. Ich würde sagen, zeig mir die erste Antwort. Also die erste Antwort ist, ein sehr, sehr wichtiger Freund, einer der wichtigsten, darauf bin ich stolz, schon fast Familie, würde ich sagen. What the f***? Was? Mhm. Für wen? Okay, nochmal ganz kurz, wer war alles mit dabei? Es waren dabei Dave, Mo, Jody, Kelly, Avive, Nova, Reefed. Ja. Ja? Ja. 7 Leute. 7 Leute. Ich würde sagen, am ehesten wahrscheinlich ist das Jody oder Mo. Muss ich für einen entscheiden. Oder für eine, wir wollen ja die Genders jetzt nicht festlegen. Also jemand hier für den Schlitz trete und der denkt, yo, wir sind über die guten Freunde, ich hab das gar nicht so am Schirm. Ey, ich sag einfach Mo. Also für mich bist du wirklich ein sehr, sehr wichtiger Freund. Ich habe nicht viele enge männliche Freunde, aber du bist auf jeden Fall einer meiner wichtigsten. Ich habe gesagt, ich habe nicht viele enge Menschenfreunde. Männliche. Sagen zu dürfen und ja, du bist ein sehr, sehr wichtiger Freund. Schon fast Familie, würde ich sagen. Bei mir sind enge Freunde schon fast Familie. Yes. Kuss, Digga, Grüße geht raus. Ey, stell dir mal vor, ich hätte es jetzt einfach falsch erraten. Das wäre ja so unangenehm gewesen. Ja. Das wäre so scheiße gewesen. So, also ist immer noch die erste Frage, ne? Mhm. Wir haben da ein paar andere Meinungen. Okay. Die ist sehr schwer. Du bist mein Ex-Freund, der inzwischen zu einem guten Freund geworden ist und das warst du auch immer schon. Dein Rat schätze ich als Mensch sehr. Wir sehen uns wenig momentan, aber ist auch Corona. Mhm. Das müsste Reefed sein, oder? Richtig. Sebastian, du bist mein Ex-Freund. Das ist nicht Reefed. Das ist nicht Reefed, das ist Jody. Ah ja, mit der war ich jetzt zusammen. Bin ich eine Person, dessen Rat ich sehr gerne einhole, dessen Rat ich sehr, sehr schätze, den ich als Mensch sehr schätze. Mhm. Wir sehen uns sehr wenig, aber es ist ja auch Corona. Okay, das hätte ich tatsächlich auch erraten können. Es war obviously nicht Reefed, sondern Jody. Alles klar. War schon gut. Die letzte von der ersten Frage. Revi ist einfach über die Jahre ein richtig, richtig guter Freund geworden. Auch wenn wir uns vor der Kamera niederschmettern, bin ich hinter der Kamera natürlich sehr dankbar für alles, was wir haben. Es ist richtig ungewohnt, so über Revi zu reden. Der Einzige, der mich so lange kennt und immer noch Revi nennt, ist Avive. Und ich finde es dreist, dass er das erstmal tut. Und dann kommt er nochmal dazu, dass Lukas und ich, und das möchte ich hier nochmal ganz klar feststellen, Lukas, wir sind vor der Kamera Feinde und hinter der Kamera auch. Normalerweise, und ich wette auch, würde ich das Video machen, Revi wird jetzt irgendeine Scheiße labern. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, Leute, Revi ist einfach über die Jahre ein richtig, richtig guter Freund von mir geworden. Auch wenn wir uns vor der Kamera immer komplett niederschmettern, muss ich ehrlich sagen, so hinter der Kamera bin ich echt froh, ihn auch zu haben. Wenn sich das komisch anhört, aber ich wäre echt ohne ihn lange nicht da, wo ich jetzt bin. Es hat früher alles angefangen mit den ersten Vertragsgesprächen, mit allem Komplizierten, so wo man als YouTuber gar keine Ahnung von hat. Ich habe nur Videos gemacht und habe gar nicht durchgeblickt. Revi war damals, 2013 halt, die Person, die gesagt hat, komm, so der hat mich halt in die Hand genommen und war in den Vertragsgesprächen mit drin, wofür mich gefragt haben, ey, wie viel willst du dafür nehmen, wie viel bla, und ich wusste gar nichts und Revi hat für mich einfach alles gemacht. Das hat einfach Dinge, so werde ich halt nie vergessen, weil früher war niemand da außer er und das weiß ich halt ultra zu schätzen und ich schwör's euch, es ist richtig ungewohnt, so über Revi zu reden. Ah, krass, Lukas, Kuss auf dein Auge, Bro, kann ich nur zurückgeben, no joke, auch wenn wir, wie gesagt, vor der Kamera viele Faxen machen, wir sind zusammen groß geworden, du bist sowas wie so ein ungewollter Sohn, den man doch irgendwie an Weihnachten gerne um sich hat, aber ich möchte hier nochmal ganz klar feststellen, dass ich Lukas Avive nie an die Hand genommen habe. Schade. Gut. Nächste Frage. Die nächste Frage ist, wie haben wir uns kennengelernt? Da haben wir auch. Boah, Digga, da bin ich so schlecht drin. Ich werde das bei allen Leuten vergessen haben. Die erste Person mit 18, natürlich nicht mit falschem Ausweis, im Bootshaus, damals als Zuschauer ein Foto gemacht. Richtig Dave. Richtig Dave. Auf einer 14-Tage-Reise durch die Dave. Und hier gibt es noch ein Foto von dem Abend, als Dave quasi als Zuschauer, Fan, wie auch immer.
Und jetzt sind wir so. Das ist eine sehr gute Frage. Das erste Mal gesehen haben wir uns, als ich mit 18 war, ich war nicht mit einem falschen Ausweis im Bootshaus, als ich mit 18 das erste Mal im Bootshaus war, dich getroffen habe. Wieso? Also jetzt mal ganz kurz. Als Zuschauer ein Foto mit dir gemacht habe. Das war unsere erste Begegnung und richtig kennengelernt haben wir uns auf einer, nach wie vor, einer der besten Reisen, die ich jemals gemacht habe. 14 Plus Tage eins. Mit ausgebauten Vans durch Frankreich, Italien. Ja. Das war super krass und wir sind auf die Reise gegangen, ohne uns richtig zu kennen, und danach waren wir. Ich habe keine zweite Hand. Perfekt, Dave. Ja, kann ich nur zurückgeben. Dave, absoluter Ehrenbruder, Kuss, sehr privat, mit mir auch connected. Wir machen sehr viel privat und so und auch, glaube ich, like-minded, was Hustle-Mentality angeht und Way of Life angeht und sowas. Absoluter Ehrenbruder, check David Henrichs aus und folgt ihm überall und macht das zum größten YouTuber des Jahres 2021. Hier. Yeah. Die zweite Person. Ich wage mich zu erinnern, dass du damals einfach in meiner Wohnung in Berlin warst, weil Freddy dich mitgenommen hat. Du warst irgendwann einfach da. Mom. Die Person wagt sich daran zu erinnern, also es war auch schwierig. Mom, dann muss das Kelly gewesen sein, glaube ich. Die einzige Person, das muss Kelly gewesen sein. Ey, ich wage mich, ich erinnere mich ganz, ganz vage. Ich wage mich zu erinnern, dass du damals einfach in meiner Wohnung in Berlin standest. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir uns gesehen haben, Sturm, weil Freddy dich, glaube ich, mitgebracht hat. Also Sturmwaffe. Alter, ist schon so lange her. Das ist einfach irgendwann einfach in meinem Leben. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. True. Ja, okay, nächste. Revi hat mich auf Twitter entdeckt, fand mich sympathisch. Irgendwann ist er in meine DMs geslidet, seitdem gut befreundet. Das, ja, das wird da wohl Nova gewesen sein. Das müsste im Mai 2020 gewesen sein. Ich glaube, Revi hatte mich auf Twitter entdeckt und fand mich, glaube ich, ein bisschen sympathisch. Und da ich mit seiner Freundin, bzw. mit seiner Managerin Kim befreundet bin, hat er versucht, den Kontakt so ein bisschen aufzubauen. Hat nicht so funktioniert. Ja, dann ist er irgendwann ganz frech in meine DMs geslidet und seitdem sind wir sehr gut befreundet. Kim hat mir damals verboten, mit sämtlichen Frauen aus ihrem Freundeskreis zu schreiben. Genau, aus dem Grund. Wir sind jetzt befreundet, ja. Auch krass, was sie dieses Jahr für eine Entwicklung hingelegt hat, streamingmäßig und so. Sehr, sehr insane. Props to you, girl. You deserve it. Gibt es einen Unterschied zwischen Sebastian und Revi? Also, vielleicht kennst du einen von den beiden. Das bin beides ich. Nein, wir meinen komplett anders. Dazu ist die erste Person. Ja, gibt es, aber er ist nicht zu groß. Als ich euer Kind war, hatten wir tagelang sehr viel Kontakt. Deswegen kenne ich den Unterschied. Es ist schwer zu erklären, aber wenn du mal abschalten kannst, dann kommt der richtige Sebastian zum Vorschein. Als ich euer Kind war, ja, es muss Mo gewesen sein. No joke. Ich finde, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied. Ich hatte ja das Glück, dass wir eine sehr, sehr lange Zeit sehr viel miteinander verbracht haben. Von morgens bis abends, jeden Tag, als du noch mit Jody zusammen warst. Der war immer quasi da. Euer Kind. Der war immer da. Deswegen kenne ich den Unterschied zwischen Sebastian und Revi. Das ist schwer zu erklären, aber wenn du mal komplett von deiner Arbeit, die du eigentlich 24/7 machst, abschalten kannst, dann kommt so ein bisschen der richtige Sebastian zum Vorschein. Aber ich finde jetzt so einen großen Unterschied, finde ich persönlich, gibt's nicht. Egal ob Sebastian oder Revi, ich mag beides. Also, ja. Geil. Ich muss an der Stelle dazu sagen, Mo hat tatsächlich immer gesagt, ich bin sein Vater, damit er sich am Kühlschrank bedienen kann. Unter meinem Konto, unter meinen Kryptowährungen, Immobilien und Aktien. Mo hat mich um mehrere hunderttausend Euro beklaut. Die nächste Person. Es gibt wenig Menschen, die Sebastian so gut kennen wie ich. Es gibt einen großen Unterschied. Revi ist laut, ADHS und überall und viel. Sebastian ist nachdenklich, besonders fürsorglicher Mensch, der das Beste für alle Menschen möchte. Jody. Sebastian vs. Revenside. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die Sebastian so gut kennen wie ich. Es gibt einen so geisteskrank guten, großen Unterschied zwischen Sebastian und Revi. Revi ist der, den die Leute aus den Videos kennen, der sehr laut ist und sehr viel ist und sehr ADHS-ig und sehr überall. Mach mal kurz Stopp. Vor allem bei sich selbst. Nicht so viel bei anderen auf jeden Fall. Sebastian im Gegensatz ist ein sehr nachdenklicher, besonnener, fürsorglicher Mensch, der das Beste für alle Menschen möchte um sich herum, der eine sehr schöne, liebevolle Seite hat, der trotzdem auch nicht so ganz so gut zuhören kann, zum Beispiel, aber schon ein guter. Also so Regie kann ich nicht so gut leiden, Sebastian ist schon okay. Alles klar, dankeschön. Ja, interessant. Gut, die nächste Person. Also, das ist nicht eher, also, ja. Die Frage war ja, ob es einen Unterschied gibt. Eher weniger. Damals 2017 waren wir mit Broken Thumbs, Manuel im Urlaub und Revi saß in einem Burger King bei der Tankstelle. Revi saß an einem Tisch und hat sich zwei Pommes in die Nase gesteckt. So ist er heute noch, genauso ist er im Real Life. Das ist Lukas auf jeden Fall, aber es kommt, glaube ich, echt drauf an, wie viel Talking-Time man mit mir hat. Ich glaube, klar, ich habe mit Jody mehrere Jahre zusammen gelebt und das ist, glaube ich, dann nochmal ein Unterschied. Wieso pennst du jetzt einfach? Ich erzähle dir gerade was, hallo? Das war Lukas. Ganz ehrlich, wie gesagt,
ich erzähle immer die Story vom ersten Mal, wo wir uns in Real Life getroffen haben. Wir sind nämlich damals, da war ich 17 oder so, sind wir zusammen in den Urlaub gefahren, zusammen mit... Da waren wir 17 und durften wegen Lukas nicht im sein und sind deshalb rausgeflogen. Grüße geht raus an dich, weil Lukas hat gesagt, hey, ich bin 17! Danke. Manuel von Broken Sums damals, Kuss und Grüße gehen raus. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin mit Manuel zusammen zu einer Tankstelle gefahren und da haben wir uns mit Revi getroffen. Und in der Tanke war so eine Burger King Filiale und wir gehen da rein und Revi saß an einem Tisch und Real Talk, ich habe den noch nie in meinem Leben vorher gesehen, das war so das erste Kennenlernen und der sitzt da und hat zwei Pommes in der Nase, wo ich mir dachte, Junge, ich komm da hin. Der steckt sich zwei Pommes in die Nase. Aber das ist halt einfach er. Genauso ist er halt in Real Life, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich, es gibt hunderte YouTuber, die sind vor der Kamera komplett anders wie in Real Life. Aber Revi ist halt genauso ein Vollspaß wie auch auf YouTube. Hinter Revi steckt noch viel mehr. Der Typ ist fucking intelligent, krasser Businessman. Man kann sehr gut mit ihm reden, aber Revi ist tatsächlich doch sehr ähnlich wie in seinen Videos. Es ist ein angenehmes Aufgedreht, war chillig alles. Boah, Digga, das ist sehr schwer. Entweder ist das Nova oder Antonia. Ich sage einfach Antonia, weil die heißen beide Antonia. So, Antonia. Es ist auch einer der beiden, das weiß ich. Ja, also ja. Wir hatten Antonia, also Reef noch nicht. Ich glaube aber, es ist Nova. Okay, einerseits ja, andererseits nein. Also was man sagen muss, was glaube ich viele nicht so über Revi wissen, ist, dass hinter Revi noch so viel mehr steckt. Dieser Typ ist fucking intelligent, super krasser Businessman auch. Man kann mit ihm mega gut labern und er hat auf jeden Fall eine Seite, wo man gute, lange, deep Talks machen kann. Aber, was ich auch immer sage, Revi ist tatsächlich doch sehr ähnlich wie in seinen Videos. Und ich dachte zuerst, dass es mich, also als ich ihn noch nicht kennengelernt hatte, dachte ich, nur von den Videos, die Party ich gesehen habe, dass wir nicht so krass viben würden, weil ich dachte, okay, vielleicht ist es irgendwie zu anstrengend oder irgendwie so. Und dann haben wir uns getroffen und er war genauso aufgedreht wie in den Videos, aber es war super angenehm und auf eine super chillige, funny Art. Ja, und daher, ja, ich würde sagen, es gibt einen Unterschied, safe call, was halt so diese Sachen hinter der, ja, wie sagt man das, was so diese tiefgründigeren Sachen und so angeht, nicht nur dieses Oberflächliche, aber ich würde sagen, dass Revi sich sogar zu einem Großteil, dass er zu einem Großteil sehr so ist wie in seinen Videos, aber auf eine sehr chillige, angenehme Art und Weise. Geil, good to know. Kuss. Okay, die nächste Frage ist, habe ich mich in der Zeit, in der wir uns kennen, verändert? Da haben wir jetzt nicht so viele, also wir haben zwei Stück, aber man muss sagen, dass die waren alle sehr ähnlich, deswegen nicht immer dieselben. Mhm. Verändert hast du dich ins Positive, du bist erwachsener geworden, ein bisschen reifer und man kann Gespräche führen, die man vor 2 bis 3 Jahren noch nicht führen hätte können. Jodie, wahrscheinlich. Nee, Kelly. Boah, das ist eine gute Frage. Vor allem, Kelly noch gar nicht so lange. Krass, die Frage zu beantworten, weil, wie gesagt, wir hatten 3 Jahre oder so, wo wir wirklich intensiv Kontakt hatten von morgens bis abends. Und jetzt ist es so ein bisschen abgeschwacht. Wir sehen uns nicht mehr jeden Tag, aber wir sehen uns schon relativ oft. Aber ich finde, verändert hast du dich, wenn dann auf jeden Fall nur ins Positive. Ich finde irgendwie, du bist ein bisschen erwachsener geworden. Komisch, wenn ich das sage, aber ich finde auf jeden Fall, du bist ein bisschen erwachsener geworden und einfach ein bisschen reifer. So, ich kann mit dir auf einmal Gespräche führen, die ich vielleicht vor 2, 3 Jahren noch nicht führen konnte, deswegen. Okay, nice. Good to know. Das heißt, ich entwickle mich tatsächlich. Das ist gut. Ich glaube, in der kurzen Zeit hast du dich sehr positiv verändert. Du bist emotional ausgeglichener. Du machst mehr Sachen, die dich selbst erfüllen. Madeira, Roadtrip. Du behältst deine Freude und glaubst mehr an dich. Du bist mehr als ein Minecraft-YouTuber geworden. Das kriegst du nicht. Meinst du nicht? Nee. Dave. Du logst ein? Ja. Dave oder Nova? Oh. Ich kenne Basti jetzt erst seit ein bisschen über einem Jahr, wie gesagt. Dementsprechend kann ich jetzt nicht irgendwelche alten Kindheitsgeschichten rausholen. Aber ich glaube, auch in dem Jahr hast du dich echt sehr verändert. Im ganz positiven Sinn. Du bist emotional ausgeglichener und ruhiger geworden. Und was mich besonders als Freundin sehr glücklich macht, ist einfach zu sehen, dass du auch mehr an dich glaubst, was dein Content angeht, dass du mehr Sachen machst, die dich selber erfüllen. Und beispielsweise der Roadtrip oder das mit Madeira, das freut mich ungemein, dass du da einfach so den Weg für dich findest, dass du genau deine Freude behältst und mehr an dich glaubst, dass du halt, wie gesagt, mehr bist als ein Minecraft-YouTuber. Freut mich, Alter. Ich spiele doch gar kein Minecraft mehr. Minecraft ist out, oder? Gut, die nächste und letzte Frage. Da haben wir von fast jedem eine Antwort. Das ist die Frage, gibt es etwas, was du mir schon immer einmal sagen wolltest? Der erste ist, ich habe Leo geklaut, tut mir leid. Wir sind so ehrlich zueinander, dass es keine Sachen gibt, die ich dir sonst so nicht sagen würde. Was hat er geklaut? Leo. Dave. Also zum einen habe ich deinen ehemaligen Mitarbeiter geklaut. Naja. Das ist Leo, der hat früher für Revi gearbeitet und jetzt habe ich den geklaut und der arbeitet für mich. Das zum einen, es tut mir leid, Sebastian, ich weiß, wie sehr du Leo liebst, aber... Leo hat ja gesagt, er macht seinen Bachelor und kommt zurück. Ich hoffe, Leo sieht das Video. Ich hoffe, Leo sieht das Video auch und jetzt haben wir Julius. Ist doch auch cool.
Paul. Julius, hier. Deutsche Leo. Mach doch selber Stopp und Pause. Komm. Deutsche Leo. Mach doch selber Stopp und Pause. Zum anderen glaube ich, dass unser Verhältnis so gut ist und wir so ehrlich miteinander reden, dass wenn es Sachen gibt, die ich dir schon immer mal sagen wollte, ich sie dir entweder gesagt habe oder es dir noch sagen würde, aber nichts, was mir jetzt so auf dem Herzen liegt. Vielen Dank, es war ein absoluter Traum. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst dem Video gerne ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keins der folgenden Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns morgen wieder, denn hier kommt täglich. Ja, das ist ein Like, danke. Klar, Dave, oder? Absolut. Nein, ja. Geiler Typ. Danke, dass du Arcani genommen hast. Ich bin froh, dass ich mit ihm nichts zu tun haben muss. Schön, dass wir uns verstehen. Ich hoffe, es bleibt so. Du bist mir sehr wichtig. Jody. Oh, das ist danke, dass du Arcani genommen hast. Das ist nur Jody, alles gut. Ja, und schön, dass wir uns gut verstehen. Das freut mich sehr. Ich hoffe, dass es auch für immer so bleibt, weil du bist mir sehr wichtig. Wie findest du die? Jody? Hm? Das ist eine 10 von 10. Ja. Würdest du? Absolut. Okay, die nächste Person. Mhm. Die nächste Person, die willst du einfach im Video direkt sagen. Also da, die will ich einfach im Video zeigen. Und gibt es etwas, was du mir schon immer einmal sagen wolltest? Tommy und sein Cousin, ne? Gut, die nächste Person. Oh ja, kannst du bitte aufhören zu versuchen, mich mit jedem männlichen Individuum zu verkuppeln? Es ist immer awkward, es entsteht immer eine peinliche Situation. Du gehst dann aus der Situation raus und lässt die anderen dann immer in der Situation stehen. Das müsste Antonia sein. Reefed. Nee, warte, stopp. Ach, Kelly! Ja, Kelly ist das! Kelly, ja klar, Kelly versuche ich immer zu verkuppeln. Kelly sieht ja so riesig aus, Bro! Oh mein Gott, holy shit! Oh ja. Also, kannst du bitte aufhören? Kannst du bitte aufhören zu versuchen, mich mit jedem männlichen Individuum, das um uns herum steht, gerade in diesem Moment zu verkuppeln? Es ist immer awkward. Es entsteht immer eine peinliche Situation und keiner weiß danach, was er so richtig dazu sagen soll. Und das Schlimmste ist, du gehst dann einfach aus der Situation raus und lässt die anderen damit stehen. Das ist wirklich, please. Man muss jetzt auch dazu sagen, Kelly, wie oft hat es dir geholfen? Don't do anymore. Scheinbar gar nicht, alles klar. Okay, und ich glaube, das ist die letzte Person. Mhm. Ja. Wir sind offen und ehrlich, wurde alles schon gesagt, aber in dem ganzen Influencer-Game gibt es so wenige Menschen, die so ehrlich sind wie Revi. Ich appreciate das sehr, wenn Leute so ehrlich sind. Reefed. We got some English words over here. Who could Reefed. Be this? Reefed. Who could be this? Just Reefed. Play the video. Reefed. Antonia. Reefed. Ich glaube, das meiste, was ich dir sagen möchte, habe ich dir auch gesagt. Wir sind da ganz offen und ehrlich. Vielleicht, weil es die Zuschauer interessiert. In diesem ganzen Influencer-Game und diesem ganzen Business-Ding, würde ich sagen, gibt es wenige Menschen, die so ehrlich sind wie Revi und einem auch mal sagen, wenn man was gemacht hat, was nicht so cool ist, aber immer auf eine sehr respektvolle Art. Und das ist sehr nice. Und ich appreciate das sehr stark, wenn Leute halt so ehrlich sind und das ist sehr cool. Typ, mit dem man sehr gut viben kann, mit dem man sich sehr gut versteht. Von der Wellenlänge. Chillig. Einfach eine ehrliche Haut. Lasst ein Like da. Tschüss. Tschüss. Chillig. Schreibt mal auf Instagram, wenn ihr einen ehrlichen Typen haben wollt. Leute, wenn euch dieses Format gefallen hat und ihr wollt, dass wir das öfters machen, ich hatte eigentlich, wie gesagt, noch Sascha und Kevin angefragt und die liebe Annie the Duck, die haben es leider nicht geschafft. Machen wir das auf jeden Fall gerne wieder. Lasst gerne Daumen nach oben da und schreibt uns gerne coole Fragen in die Kommentare. Ich habe, glaube ich, eine ganz gute Einschätzung von den Leuten, die mich einschätzen, oder? Ja. Gut, ich würde sagen, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Arcani sagt tschüss, haut rein, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ciao.